Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Womotipp Rudis Reise. Ich stehe jetzt hier am Stellplatz an der Linus, ich sag mal Therme, hier in Lingen. Da hinten ist die Therme zu sehen. Ich stehe mitten auf der Straße, kommt gerade ein Auto. Hier ist nämlich eine durchgehende Straße, die in beide Richtungen geht. Natürlich, eine Straße geht immer in beide Richtungen, aber es ist also keine Sackgasse. Ich bin von der Seite gekommen, man kann aber auch von Seite der Therme kommen. Und was ich euch jetzt einmal zeigen wollte, war jetzt quasi der Eingangsbereich, weil das ist so ein bisschen anders als bei anderen Bereichen. Und zwar, jetzt drehe ich aber mal die Kamera. Ja, wie gesagt, da ist die Therme und hier ist dann die Einfahrt zu dem Stellplatz. So, und wenn man jetzt reinfährt, kann man natürlich links, geradeaus oder rechts fahren. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder stellt, der hier ankommt. Also, hier ist so ein kleines Rondell, da hinten ist so ein Glascontainer. Hier kann man zumindest wenden, das finde ich schon mal ganz gut. Und ich würde empfehlen, nicht hier reinzufahren, sondern diesen Weg hineinzufahren. Hier kommt man nämlich, ich zeige jetzt mal euch den ganzen Platz, also das hier ist eigentlich eher dann die Ausfahrt. Und wenn man von da rauskommt, kann man natürlich hier ganz schlecht um die Kurve fahren. Hier Kastenwagen würden das schaffen, größere Reisemobile könnte schon eng werden. Dann bietet es sich natürlich an, diesen Wendeplatz dann zu nutzen, um wieder Richtung Therme dann rauszufahren. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ist hier erstmal hinten ein großer Platz. Ich habe das erste Mal im Mai auch da gestanden, wo jetzt der schwarze Kastenwagen steht. Und hier sind dann immer Stromsäufer. Ich gehe jetzt einfach mal über den Platz rüber, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt. Man kann das natürlich bei Google Maps von oben auch sehen. Hier sind also dann diese Stromsäulen. Da gehe ich einfach mal ran. Hier ist jetzt aber heute Morgen einigermaßen auch was frei. Man braucht dafür 50 Cent Stücke. Die dann hier reinkommen, also man steckt es dort rein und drückt dann auf den Knopf jeweils, wo man dann seinen Anschluss hat. Der untere scheint jetzt gerade defekt zu sein. Ich habe es auch schon mal gehabt, da war die Säule leider voll, da waren so viel 50 Cent Stücke drin, dass nichts mehr reinging. Also man steht hier wirklich sehr gut. Und nun, hoppla, zeige ich einfach mal so ein bisschen mich. Hier vorne ist dann der Mülleimer. Hier ist der Mülleimer und eine Information von der Stadt ist hier nochmal zu sehen. Es gibt hier nochmal so hier Prospekte mit dabei. Also man sieht hier dann eben die Stadt Lingen und da, wo jetzt dieser Binökel da steckt, da sind wir. So ein Übersichtsplan finde ich natürlich unheimlich toll. Die sind hier also, man kann hier also rausfahren und dann hier in die Innenstadt hineinkommen. Ist also sehr gut zu regeln und hier steht der Mülleimer. Auch ganz wichtig. So, dann ist hier nochmal so eine Durchfahrt, die man im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt. Und da sind da zwei, die schreien da gerade wie die Weltmeister. Ja, und dann hier sind hier die weiteren Stellmöglichkeiten. Die Plätze sind markiert. Und da muss ich jetzt sagen, finde ich also den Hinweis von dem Platzmeister ganz nett. Ich habe nämlich zu Anfang meinen Anhänger hier neben mein Auto gestellt. Ich bin gerade am Film. Hallo, hallo. Und dann habe ich einen kleinen Hinweis gekriegt von dem Stellplatzwart, warum der Anhänger auf einen Stellplatz markiert, bitte hinter die Bäume an den Extraplatz stellen. Dann habe ich ihn mit Hilfe von anderen Campern dann hier vorne hingestellt und da steht er natürlich auch wesentlich weniger und das ist natürlich wesentlich schöner, als wenn man einen Platz dafür belegt. Also insofern sorry, dass ich, als ich ankam, dann erstmal einen Stellplatz belegt habe. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, ich habe hier meine Wäsche zum Trocknen aufgehängt und ja, das Problem ist, da oben sind Bäume und wenn man Wäsche unter Bäumen aufhängt, dann kann man sie gleich wieder waschen, weil da hat ein Vogel erstmal drauf gemacht. Ganz toll. Ja, dann sind hier nochmal Stellflächen. Die sind aber, glaube ich, nicht so gut zu nutzen oder ich würde das eher so nicht empfehlen, weil hier ist nämlich die Entsorgungsstation, auch die Versorgung, muss ich da mal gucken. Also man kann hier also sein Grauwasser ablassen und dann ist hier nochmal so ein Automat, der jetzt auch wieder in Betrieb ist. Der war im Mai leider nicht in Betrieb, aber jetzt geht's wieder. Und da kann man eben halt seine Toilette dann entsorgen und auf der Seite ist dann Frischwasser auch gegen Bezahlung aufzunehmen. Also auch ganz toll gemacht. Ja, das ist so erstmal der Platz. Die Therme ist ja, wie gesagt, nur wenige Meter entfernt. Man kann dort dann morgens duschen und da ist dann auch natürlich die Therme oder das heißt die Sauna, die habe ich gestern Abend ja genutzt oder gestern tagsüber. Wundervoll, habe ich ein extra Video zu gemacht. So, und ich glaube, das soll jetzt der Eindruck hier von diesem Platz jetzt hier gewesen sein. Es ist also wirklich ein toller Platz, in der Stadtnähe gelegen, neben der Schwimmhalle, neben der Sauna. Wirklich wundervoll. Ja,
Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie noch Kommentare habt, einfach unten reinschreiben dabei. Ich freue mich natürlich auch über ein Like und ein Abo. Und ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.